Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. FBI-Ermittler. Fledermaus, Insekt, Schmetterling? Gute Frage. Fledermaus. Wolf, Ratte, Fuchs. Ein Fuchs. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so seht. Irgendwie alles so ein bisschen. Ein Krebs. Sieht eher aus wie eine Lunge oder so. Ein Schatten. Ein bedrohlicher Schatten. Sind wir beim Psychologen? Was sagt das wohl über mich aus? Mal gucken. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung Danke. Nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Wie geht es, Sean? Ich weiß, er ist enttäuscht von mir. Ich bin nicht mehr der Vater, der ich einmal war. Er ist ein guter Junge. Er verdient was Besseres. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Wahrscheinlich alle drei. Ich will nicht mehr leben. Ich habe einfach keinen Grund mehr. Nicht mal Ihren Sohn Sean? Ich konnte Jason nicht retten. Sean braucht keinen Vater wie mich. Es klingt so, als wäre er sein Lieblingssohn gewesen und Sean ist egal. Huch. Ich habe manchmal diese Blackouts. Ich weiß da nicht. Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Aber dann bin ich woanders. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen 6 Monate im Koma. Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Das ist natürlich krass. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Der wünscht sich wahrscheinlich gerade selber tot zu sein. Verständlich irgendwie. Aber Sean braucht halt trotzdem seinen Vater, ab jetzt mit oder ohne Jason. 16.10 Uhr, 25 mm. Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Willst du was essen? Wie war es denn heute so in der Schule? Ich habe einen Eintrag für fehlende Hausaufgaben. Es tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Ich hab dir gesagt, nicht so viel Fernsehen. Dann hatten wir ja den Blackout. Ein Bumerang? Kannst du den werfen? Nein, Dad, nicht wirklich. Bei mir kommt der nie zurück. Kann ich mal probieren?
Oh Gott. Wird das wieder so furchtbar wie Basketball spielen? Mal gucken. R2. Muss ich den Controller jetzt wegwerfen? So. Das wär's ja. Der kommt aber nicht zurück. Oh Gott. Fast verpasst. Na, man konnten wir ihn damit ein bisschen glücklicher machen. Das war blöd. Ich merke gerade, ich war auch schon mal besser. Echt mal, Ethan. Was? Ich hab doch alles gemacht. Jetzt lose ich auch voll ab hier. Mann. So, R1, R2. Und runter. Manchmal erkennt er das irgendwie nicht so richtig. Wow, du hast es geschafft, Dad. Willst du jetzt mal? Das schaffe ich doch niemals. Komm schon, jetzt gemeinsam. Also, das Wichtigste ist die richtige Ausgangsposition. Dann wirfst du ihn gerade und ein bisschen nach rechts. Irwin! Und er war nie wieder gesehen. Geschafft! Geschafft, Dad! Ganz toll schon. Siehst du? War gar nicht so schwer. Was können wir noch machen? Ich finde etwas anderes für uns beide. Okay. Hey, die Wippe. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Das könnte ja was werden. Wir wiegen ja nur 50.000 Tonnen mehr als er. Kann ich mich da raufsetzen? Das erinnert mich gerade so ein bisschen an A Way Out, an diese eine Folge, wo wir gewippt haben. Und geschaukelt haben. Das war witzig. Ja, so geht's auch. Bisschen Quality Time mit dem Sohn. So, was können wir noch machen? Dieses Drehding hier. Lust auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Kennen sowas die heutigen Kinder noch? Also die, die jetzt so in der letzten Generation geboren wurden. Ah, hab auch gerade voll so die Flashbacks von früher. Los, Dad! So schnell wie du kannst! Ich denke, gleich wieder ein Blackout bekommt. Ein gutes Astronautentraining. Gehen. Ach nö. Komm, wir können ja noch was anderes spielen. Schaukeln vielleicht? Und
du auf die Schaukel gehen? Ich schub's an. Okay. Achso, Mist. Düdüm. Du schubst dich ja gar nicht an. Ja, ich bin ein schlechter Vater, tut mir leid. Los, Dad! So schnell wie du kannst! Nein, das hat er wieder nicht mitbekommen. Naja. Warum hörst du auf? Wir spielen was anderes. Schaukeln ist doof. Oh, was verkauft sie da? Ach nee, das ist ein R. Oh, Entschuldigung. Was verkauft sie da? Unser Sohn macht da? Ja. Ich dachte, wir den auch noch verlieren. Hm. Oh, jetzt bleibt er da sitzen. Okay. Ah nee. Ich will nicht mehr weiterspielen. Ja, ich merke schon. Sie auf das Karussell noch auf? Schon. Schaukeln ist nicht so sein Ding. Also was jetzt? Der Himmel zieht sich zu. Es regnet bald. Können wir hier Tickets kaufen oder so? Dachchen. Tickets. Moment. Warte. Auf dem Kinderspielplatz muss das sein. ja, Kinder, guckt da nicht so genau hin. Okay. Ist ein bisschen weird, aber so auf dem Kinderspielplatz. Aber gut, wo ist er denn? Wo ist unser Sohn denn? Scheiße. Sean? Ist Sean verloren? Scheiße. Wo ist er denn hin? Haben Sie mein Kind gesehen? Ach, er sitzt da wieder. Gott sei Dank. Du rennst nicht so schnell weg. Gutes Kind. Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Okay. Weißt du, ich habe das wirklich nicht so gemeint. Ich war nur sauer. Ich war nicht sehr nett zu dir. Du hattest recht, sauer zu sein. Das Problem meine ich jetzt auch gerade, dass unser Sohn, gut, verständlich, langsamer läuft als wir, aber... Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Das Darf wollte ich dir eben schon vorschlagen. Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Ah, jetzt geht's endlich. Einmal. $1. Oh oh, da wieder ein Blackout. Oh, oh wow, wow. Oh mein Gott. Warum? Noch mal gut gegangen. Was ist wieder in dieser Straße? Ist in dieser Carnaby Street der Unfall damals passiert?
großartig. Sean! Oh, Scheiße. Sean! Oh, sein Rucksack. Wurden gerade so zu dem Auto gelenkt irgendwie. Mal schauen. Zweites Skin verloren. Yay! Läuft richtig gut für uns. Vielleicht oben? Oben? Ethan? Oben? Jetzt. Hier ist er auch nicht. Das ist nicht so. Er hat schon wieder so ein Tier in der Hand. Ja!